Ja, moin, schön, dass ihr wieder da seid auf meinem Kanal. Wer hätte es gedacht, aber nach dem ganzen positiven Feedback auf das letzte Video, was ich fabriziert habe, gibt es dann tatsächlich doch nochmal ein Video im WoW-Format. Und zwar geht es heute um das neue Haustier, was freigeschaltet ist als Belohnung auf den Spendenaufruf von Blizzard. Die 1 Million Dollar sind geknackt worden. Und als Dankeschön erhält jeder Spieler ein weiteres Haustier. Vorher gab es ja schon Bananas, den Affen. Und jetzt gibt's Daisy. Und wie es der Name erahnen lässt, nein, es ist keine Höllenfeuerbestie, es ist kein Dämon, es ist ein Faultier. Und dieses möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Ladies and gentlemen, I'm proudly present Daisy the Sloth. I'm sorry, my English is not the yellow from the egg, cause I'm speaking in German weiter. Also, ich präsentiere hiermit feierlich Daisy, das Faultier, das kleine Süße mit dem Blümchen hinterm Ohr. Ein herzliches Willkommensgeschenk für jeden, der es gerne knuffig in seiner Haustierkiste mag. Und die kleine Daisy hat uns auch ein bisschen was zu erzählen und das hören wir uns jetzt mal an. Also frei übersetzt hieß das jetzt, sie möchte spazieren gehen. Und wie ihr seht, die Kleine ist nicht unbedingt die schnellste, ist natürlich auch ein Faultier, aber sie lässt sich unheimlich gern von euch tragen und das funktioniert folgendermaßen. Wenn ihr in der Sprechzeile eingebt, Schrägstrich back on, dann hüpft die Kleine auf euren Rücken und das findet sie supi. Aber sind wir doch mal ehrlich, wir sind doch auch mittlerweile kleine Faultierchen geworden. Ja, wir reiten ja auch lieber von A nach B, anstatt zu laufen. Wir sind ja mittlerweile so verwöhnt, dass wir selbst vom Auktionshaus zum Briefkasten reiten würden, wenn es machbar wäre. Aber so ist das halt. Ich meine, die Zeiten der legendären Fußmärsche, die sind vorbei. Ja, da hat es selbst einen halben Tag gedauert, wenn man beispielsweise von Sturmwind in den Wald von Elwynn latschen wollte und zurück. Oh, ja. Habe ich irgendwo mal gehört. Obwohl, nein, ja, dunkle Allianz-Vergangenheit. Lange her, lange her. Ja. Nee, aber Fakt ist einfach, der Clean Daisy geht's gut, wie ihr seht. Allerdings bleibt sie auch nur so lange auf dem Rücken, bis ihr selber auch aufmountet. Dann verschwindet sie, was ich persönlich eigentlich schade finde. Hätte noch einen kleinen optischen Zusatzbonus gehabt, wenn sie selbst auch noch mit auf dem Mount sitzen würde. Aber gut, okay, man kann nicht alles haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen informieren, ein bisschen belustigen. Und ich würde mich über einen positiven Kommentar, Daumen nach oben sehr freuen. Ja, abonnieren könnt ihr auch, damit ihr nichts weiter verpasst. Das bleibt euch überlassen. Also, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.